Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist 9.30 Uhr, ist schon 9.30 Uhr eigentlich, ist gar nicht so früh, ne? Und wir fahren heute zu Schloss Duc mit den Jungs, mit Fabio. Muss ich sagen, Jungs von Ford, sondern mit Fabio. Das soll, für die, die nicht wissen, was das ist, das soll die deutsche Version sein von Goodwood. So, stark klar, Nobby? Klar. Nobby und ich sind beide immer noch ein bisschen am Kränkeln. Oh ja. Oh yeah, ah. Nobby. Oh, ganz was Neues. Noch nie sowas gefahren. Was ist das jetzt genau? Das ist ein V8. Der heißt Ford V8. Oh, ja. Aber er war kein V8. Das ist ein V8. Das ist ein V8? Ja, ja, sicher. Boah. Ne? War amtlich. Wie viel Leistung hat das jetzt hier? 80. 80. 10 PS aus einem Zylinder. So ungefähr, ja. 10 PS aus einem Zylinder. Mein Modellauto macht mehr. Ja, aber der fährt auch 100 hier. Und im Gegensatz zu deinem Modellauto ist der hier von 34. Krass. Der ist von 34? Ja. Das ist das Auto, mit dem Bonnie und Clyde früher der Polizei weggefahren. Das ist das Auto? Ja. Also nicht das Auto, aber das Modell. Nee, aber so ein Auto war das. Der war zu der Zeit viel schneller als alle anderen. Ich wusste nicht, was ich fortgefahren sind, Bonnie und Clyde. Tja. Und hier haben wir ausgeschossen. Ja. Das war aber ganz schön knall, ne? Zum Rausschießen. Ja. Ist gut. Ist hier. Es geht. Wusstest du, dass ein Bonnie und Clyde Auto ist? Ja. Ja. Das ist mal kurz zuhören, Fahrerbriefing. Boah. Ich habe natürlich genau zugehört. Hallo, alle Speedlimits. Du weißt es noch genau. Ja. Hinten am Fluss links. Vollgas. Vollgaswiese, einmal richtig auf braun stellen. In welchem Auto fahren wir denn gleich? Also ich weiß es aber. Warte ab. Geil. Ist wirklich geil. XR3. Wäre cool, muss nebenbei sagen, die Felge hat richtig was. Aber guck dir mal die Krümmerführung an. Weil du hast ja zwei Abgänge nur aus dem Kopf. Du hast drei Zündkerzen pro Bank. Okay, das ist auf jeden Fall ein V6, das ist schon mal klar. Aber irgendeiner von den Krümmerausgängen ist doppelt beflutet. Das heißt, hä? Aber wichtigste ist Heckantrieb. 2,8 Liter. Wie läuft das mit den Krümmern, also mit der Abgasausströmung? Das heißt, eine von den beiden Bänken ist doppelt beflutet? Richtig. Bei dem sind zwei Zylinder zusammengefasst und einer ist einzeln. Aha, das ist weil damals so konstruiert worden. Ich denke mal, weil ihr die Kopfkonstruktion von dem V8 übernommen habt. Das kann ich dir nicht genau sagen. Weil dann legst du einen zusammen, dann nimmst du den V6 und kürzt den ein. Bei dem Köln V6 war es immer so gewesen, der einzige, der einzelne Ausgänge hat, ist der Essex V6, der damals im Capri drin war. Ja, den kenne ich. Der hat einzelne Ausgänge für jeden Zylinder. Aber das ist die Basis von dem? Die Kurbelwelle? Der Essex ist ein völlig anderer Motor. Ist ganz anders. Okay. Ganz anderer Block. Ganz anderer Block? Ja. Der ist in England gebaut worden und dieser hier ist hier nur in Köln gebaut worden. Den gab es als 2 Liter, 2 Dreier, 2 Achter, 2 Neuner später im Scorpio. Okay, cool. Ja. Dann wissen wir das wenigstens. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen mit dem Fahrzeug beschäftigen. Weil das ist schon verwirrend. Du siehst drei Zündkerzen richtig, pro Bank. Das ist richtig, siehst aber nur zwei Ausgänge. Nee, die haben irgendwie, warum weiß der Geier, die haben zwei zusammengefasst und den einen einzeln. Nee, danke sehr. Lieb. Nicht zu danken. Danke, danke. Packen wir's? Los geht's. Okay. Was einreichen wir? Things that sound like Chewbacca. Ja. Das stimmt. So, wir starten mal unseren V6. Ui. Hört sich aber gut an. Das ist auch, was ich so oft erwähne, dass die Motoren, hör mal. Heutzutage gibt man sich Mühe mit allen möglichen Simulatoren und Leitungen. Hör mal, das ist einfach. Das ist einfach der Motor. Lenkrad.
Ich glaube, damals hat man sich einfach viel mehr darauf konzentriert, dass so ein Auto einfach gut funktioniert und nicht diese ganzen einzelnen Faktoren. Ist das Navigationsgerät gut ablesbar? Ist denn die Sitzposition konform mit der Sitzergonomie des Menschen aus 2017? Das ist wirklich ein Auto. Ich fahre jetzt ein paar Meter und es fühlt sich sportlich an und es fühlt sich auch racy an. Hört sich auch racy an. Wie ist es auf dem Weg zum Schloss Dück? Dick oder Dück? Dick. Dijk hat mir sogar jemand mal gesagt. Dijk? Genau, wissen tue ich es nicht. Ich sag Schloss Dück. Bis gleich. Tschüss. Hallo, wie geht's dir? Hallo. Ich würde sagen, das ist doch mal eine schicke Kiste. Bitte, wir wissen auch, warum du hier bist. Warum? Ach, guck mal die auch da. Guck mal die auch da. Grüßt euch. Das Novi. Viel Spaß mit dir. Jo, tschüss. Gibt alles. Tschüss. Ist das dein Auto? Ja, ja. Heute. Hey, hallo. Ist das dein Auto? Ich habe ja so gemeckert, dass ich gesagt habe, so was wie Goodwood kriegen wir Deutsch nicht hin, aber das wirkte ja schon. Und irgendwie sind die Autos hier etwas erschwinglicher, ne? Also etwas echter. Fahren wir Schloss Dück Rally? Dück Rally. Quer. Ich glaube, das wollen die nicht. Im Sierra. Nein, du fährst ja hier wirklich voll durch so ein Wohngebiet durch, ne? Wenn ihr wohnt, ist auch geil. Das ist wieder so ein bisschen Hallo Bands. Ja, voll. Vorbei. Kindergarten hier. Ey, mach die Dachrinne sauber, denkt sich, was fahren die hier in den Vorgarten? Sag mal, war das nicht ein Taunus? Das ist so ein deutsches Kultur, ne? Ja. Alles so ein bisschen anders, aber auch sehr, sehr schön. Ich find's geil. Jetzt finde ich es süß. Schön, ne? Ja. Ja, da auch. Hallo. Ja, guten Tag. Ach, das war's. Dann der Capri, den wir hier und dann ganz speziell auf den ERBS, der Stufe. Alle freuen, ne? Ja, schöne Veranstaltung. So, jetzt sind wir hier in Schloss Dück. Ich muss ganz ehrlich, ich muss vorab sagen, mega Veranstaltung, ja? Weil ich habe so nicht, ich wusste, dass es das gibt, ich wusste, dass viele Autos hier sind, aber das ist so schön gemacht, das wusste ich nicht. Warum liegt da Heu? Stroh. Stroh! Ja. Und zwar, das Ding ist, sehr, sehr viele tolle Autos. Die Leute sind wirklich relativ entspannt. Man kann schön Autos gucken. Es ist nicht zu eng, nicht zu voll. Aber wir haben eins aus, ich wollte euch mal eben zeigen. Und zwar einmal hier. Und zwar Ford V8. Haben wir ja gerade im Auto gelernt, wo wir beide gefahren sind. Stimmt, ja. Das ist das Auto von Bonnie und Clyde. Und da habe ich mir gerade gesagt, bei Bonnie und Clyde. Wie kriegen die denn hier Maschinengewehr durch? Ja. Ich denke immer an Maschinengewehr. Wenn ich an Bonnie und Clyde denke, denke ich an Maschinengewehr und an Schießen. Aber aus dem Ding. Aber als er das vorhin sagte, als wir mitgefahren sind, ne, als Bonnie und Clyde in so einem Auto gefahren sind, da fühlte man sich schon so ein bisschen zurückversetzt, ne, und hat sich so vorgestellt. Auch die Überlegenheit. Weil wie viel Leistung hat er jetzt? Der hat jetzt 80 PS. Nee, 90 PS steht jetzt hier. Aus 18, also ein bisschen über 10 PS pro Zylinder. Und da denkt man sich ja auch, ist das wirklich so schnell? Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse warst du damit wirklich der Oberheld. Ja. 3800 Umdrehungen, 3,6 Liter, von 1932 bis 1940 gebaut. Nicht schlecht. Und die Polizei aber so hinter dir. Genau. Schießt hinten raus. Das ist so ein Auto. Ich bin geboren 1980, XR3, wo ich ein kleiner Junge war. Wenn Jungs ein altes Gebrauchsauto hatten, war das Ding. Und ich habe das Ding damals schon sehr, sehr geil gefunden, weil ich finde, von der Optik, das sind so die Anfänge von so einem Focus RS. Das sind so die Anfänge von so einem racigen Auto für einen Jugendlichen. Mhm. Ne? Felgen? Ja, mega. Geil. Aber damals warst du schon ein Held mit 96 PS. Aber
Aber, 2008, 2007 waren moderne Benzinmotoren auch 1,6 Liter mit 100 PS. Das heißt, die Literleistung für einen Vergasermotor ist ja wirklich nicht schlecht. Ja, 182 km/h, das ist ja eigentlich von den Werten, von den Daten her wie ein heutiges Auto noch. Mhm. Als Sauger, nicht turbo aufgeladenen Motor. Dann das Auto hier ist für all die Jugendlichen aus den 90ern, ganz großes Kino. O.J. Simpson hatte so einen kleinen Zwischenfall zu Hause. Ein kleiner. Der ist mal so ein bisschen aus der Fuge geraten, dann ist er abgehauen in genau so einem Auto in Weiß. Über die Autobahn gepeitscht, hat sie gedacht, warum verfolgen die mich? Was wollen die denn von diesem unschuldigen schwarzen Mann auf der Autobahn? Das war dieses Auto. Viele von euch werden da nichts mit verbinden, aber ich total. Aber womit wir alle was verbinden können und wo wir alle ein bisschen unser Herz mit teilen, ist dieses Auto. Jetzt aufpassen. Sierra RS Cosworth, Vierzylinder, zweiter Hubraum, 204 PS, 1986. Wenn du 86 so ein Ding hattest, warst du Raumfahrer. Das war die Zeit BMW E30 M3, 190er und all sowas. Das war so in dieser Gegend so. Ne? Die kamen dann ein bisschen später oder ein bisschen früher. Und wenn du sowas damals hattest als turbo aufgeladenes Auto, warst du ein Superheld. Das war wirklich mega krass. 240 km/h Spitze. 86. Und wenn du legst, ein Focus RS fährt 265 Spitze, glaube ich. 2017. Zweiter Hubraum, 204 PS. Ich finde, das ist schon eine beeindruckende Leistung, weil das ist kein Direkteinspritzer, das ist ganz normal eine Saugrohreinspritzanlage. Turbo aufgeladen, die Turbotechnologie war damals noch nicht ganz so ausgereift. Die Abgasgehäuse waren alle so ein bisschen groß. Die Turbogeometrie war noch nicht so ganz so perfekt. Deswegen waren die Turbolöcher auch wirklich riesengroß. Deswegen waren die also auch ein bisschen gefährlicher zu fahren, weil das Ansprechverhalten war sehr spät. Du wolltest früh aus der Kurve rausgehen, musst ja mit Vollgas durch die Kurve durchfahren, kalkulierst dein Turboloch mit ein und sagst, nur 30 Meter Kurve. Wenn ich da ankomme mit Vollgas, habe ich Ladedruck. So, und so musst du das genau timen, dass es wirklich perfekt passt. So, weiter geht's. Eigentlich gehört das Auto nicht hierhin. Focus RS MK1. Das Auto kam raus. Ganz Deutschland war aus dem Häuschen, weil sowas gab es noch nicht. So eine hohe Motorleistung, Front angetrieben, wirklich viel Boost, viel Ladedruck und nicht einfach nur ein Auto, was die normale Karosserie hatte, sondern wirklich ein Auto, wo nochmal wirklich was verändert wurde, weil Radhäuser vorne groß, Radhäuser hinten groß. Dann Vorderachsschemel ist so gebaut, dass du wirklich auch diese hohe Antriebskräfte auf ein vorderangetriebenes Auto drauf bekommst. Mit einem dementsprechend funktionierenden Sperrdifferential. Das Auto war für damalige Verhältnisse genauso wie heute eine Waffe. Das ist wirklich, wirklich geil. Plus, das Auto ist optisch, wie ich finde, auch ganz nah an den wirklichen damaligen WRC-Autos. Das ist eine Mischung zwischen Straße und echtem Rallye-Auto mit einer großen Brembo-Anlage. Das waren Sachen, die gab es damals so nicht. Mhm. Brembo-Anlagen gab es an einem Porsche oder sowas und nicht an einem normalen Limousine, die einfach getuned wurde auf Motorsport. Ne? Wie ist das bei dem heutigen Focus? Ist der breiter als der normale? Nein. Genau, der Focus, den wir haben, der hat die normale Karosse, das ist ein schmales Auto, mit dementsprechend Stoßstangen. Deswegen kann man ja auch die normalen Focus immer umrüsten auf Focus S. Das war damals so nicht möglich. Mit dem Startknopf da unten drin. Der LP400. Tourenwagen Europameister. Das wäre auch noch ein Auto, was wirklich gerne fahren würde. Aber ich finde, sowas darf man gar nicht tun. Weil das ist klassisch, wie es ist. Die sind auch gar nicht mehr so teuer. Gar nicht so teuer. Was auch sehr geil ist. Ein alter Ford Capri RS. Damit warst du im Ruhrpott, was er da ging. Der Ford Capri gefahren ist. So. Puh. Gedappt. Finde ich ja. Das Ding ist, es gibt so eine Phase im Leben, wo dieses Auto einfach wirklich alt ist. Was ich meine? Mhm. 190er zum Beispiel oder sowas. Das war dann alt und dann wollte das keiner haben. Und dann gibt es diese Übergangsphase, wo aus diesem alt schick wird. Was war noch? Ich glaube, die schwarze Haube war wegen Reflexion. Ich glaube, der Fabio war es auch. Fabio? Fabio? Komm mal eben. Das Wissen kommt mir in ein paar Sekunden ins Ohr rein. Warte. So, ich kann dir sagen, warum. Ja. Ich habe tatsächlich gerade rausgefunden, warum. Du hast recht, wegen Lichtreflexion. Das war im Rallye-Sport üblich, dass man weniger geblendet wird durch reflektierendes Licht. Warum macht man das heute nicht mehr? Weißt du warum? Weil wir gar nicht mehr so lange Augen haben. Weil wir alle moderne Scheinwerfer haben, die bei Ford das LED-Matrix-Licht, das keinen mehr blendet. Werbung Ende. Tschüss. We'll be right back.
Dampfmaschinenauto? So, das war Schloss Dück. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen. Einmal schicke Autos, gute Stimmung, gutes Essen. Oh ja. Essen war wirklich ganz gut. Eine leckere Frikadelle. Leckere Waffel auch. Eine Ford-Waffel haben wir gegessen. Und ich denke, nächstes Jahr kommen wir wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis die Tage. Tschüss.